Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von meinem neuen Minecraft Let's Play. Ja, und im letzten Part haben wir die erste Nacht überlebt, haben wir uns so ein bisschen eingerichtet in einer kleinen Höhle hier. Und ja, was ich in diesem Part vorhab, ich werde hier das erstmal zu Ende einrichten. Und ja, also es wird erstmal meine kleine Unterkunft werden, sozusagen meine Base fürs Erste, bevor ich mein richtiges Haus baue. Werde ich von hier aus auf die Höhlen, Erkundungstouren gehen und sowas alles. Und ja, so lange werde ich dann halt hier noch drin bleiben. Ich werde das jetzt ein bisschen ausbauen. Und ja, mal schauen, ob ich heute vielleicht noch in die Höhle gehen kann. Oder erstmal nur ein bisschen draußen farmen werde, also nur ein bisschen Holz und sowas alles farmen werde. Mal schauen. Erstmal wollte ich mein Heim hier ein bisschen verschönern. Mein erstes kleines Heim, was nicht mein fertiges Haus werden wird, nein, sondern einfach nur eine kleine Unterkunft für die ersten paar Tage in Minecraft. So, wegen dem Together, ich bin immer noch krank, falls sich Leute fragen, wegen dem Together, also ob ich da daraus hier ein Together machen will, ja, auf jeden Fall werde ich hier draußen ein Together machen, weil alleine ist immer noch eine andere Sache als Together. Together ist immer ein bisschen lustiger, ein bisschen spannender auch, macht auch mehr Spaß zuzusehen, glaube ich. Aber, Leute, auf die erste Folge. Ich glaub's einfach nicht. Es sind einfach so viele Likes. Also, ich glaube, es ist irgendwas mit 40 Likes, keine Ahnung. Es ist richtig krass. Also, Leute, es ist wirklich übertrieben. Bevor ich jetzt die Truppe platziere, sollte ich mir erstmal überlegen, wie ich das mache. Und zwar mache ich das erstmal 3 hoch. So. Mann. Und ich bin immer noch ganz schön verschnupft. Ja, ich habe noch eine Holzaxt. Damit mache ich das mal. Ja, also. Über 40 Likes auf die erste Folge und nur ein Dislike, Leute. Das ist super krass. Zwar nicht so viele Kommentare, was aber nicht so schlimm ist, weil man am Anfang noch nicht so viele Kommentare posten kann. Aber, also nicht so viel. Sagen wir mal. Wie sage ich das jetzt am besten? Nicht so viel Sinnvolles in die Kommentare posten kann, außer Like oder geil oder sowas halt. Was natürlich auch sehr geil ist, aber ja, ich meine, es ist halt sowas, bau dies, bau das. Ich muss mich ja natürlich erst hier so ein bisschen hineinfinden. Und das Stück da hinten, würde ich sagen, brauche ich erstmal nicht. Da mache ich erstmal zu. Und ich habe kein Holz mehr. I'm out of wood. So. So, da haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Hängt es hier in der Luft? Und hier ist Granit. Ah, das hängt in der Luft. Und es kommt alles runter. Yeah. Auf jeden Fall 40 oder über 40 Likes, irgend sowas. Richtig krass, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Damit sehe ich jetzt auch einfach gut. Ich kann auch dieses Let's Play erstmal machen. Ihr seid auf jeden Fall nicht unzufrieden damit, sondern sehr zufrieden. Das ist eigentlich eins der Videos in letzter Zeit, was am meisten geliked wurde. Also, Leute, wirklich, wirklich geil. So, lasse ich das so? Nee, ich hau das runter. Das sieht scheiße aus. Wirklich, wirklich geil. Und ich mache auf jeden Fall ein Together daraus. Ich weiß noch nicht mit wem. Vielleicht beim YouTuber, der noch auch aufnehmen kann. Und so wie ich eigentlich auch geplant hatte, in einem Projekt, was halt nicht geht, mit dem Internet. Aber ich glaube, ein Together sollte schon klappen. Sollte man Internet auf jeden Fall packen. Dann mache ich hier eine Doppeltür rein. Ich glaube, hier mache ich eine Wand hin. Richtig Bock auf eine Wand. Und dann hier geht's halt so rein. Mache ich hier so eine kleine Ecke. Ja, das passt schon. Da kommt mein Bett hin. So, was packe ich raus? Die brauche ich erstmal nicht. Obwohl. Das brauche ich erstmal nicht. So. Hier mein Bett. Perfekt. Und hier hinten. Oh, weiß ich nicht. So. Hauen wir das jetzt hier weg. Und setzen es einen Block tiefer. Gut. Dann werde ich das, glaube ich, alles erstmal mit Holz auskleistern. Den Boden, mache ich denn aus Stein oder auch aus Holz? Puh, das ist jetzt die Frage. Hier mache ich eine Truhe hin, hier mache ich Truhe hin, hier mache ich einen Ofen hin, hier mache ich eine Workbench hin. Und da mache ich, glaube ich, noch einen Ofen hin. Oder warte mal. So, und da mache ich dann Akazienholz hin. Keine Ahnung. Leute, es ist auch nur eine kleine Wohnung. Also ist es nicht schlimm, wenn es nicht so geil aussieht. So. Dann. Ah, warte mal. Akazienholz passt nicht, weil ich davon nicht so viel habe. Ich glaube, ich mache da mal Birkenholzstämme hin. Ich brauche das jetzt auch nicht so wirklich auszuschneiden.
schön an, aber ich mache das einfach mal, weil ich irgendwie Bock dazu habe. So, das können wir alles reinhauen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das Schwert noch mit. Nein, ich wollte es mitnehmen. Mann. Zack. Das brauchen wir nicht. Das und das und das nicht. Das nehmen wir mit. Die Kohle brauchen wir nicht. Und so. Jetzt gehen wir raus und holen uns etwas Birken. Hey, etwas Birkenholz. Manu. So, der ist ein Chicken's Pick. Ein Pick, ein Edgar. Stirb, danke. Und ich habe immer noch Husten, Leute. Tut mir leid. Kann ich nicht ändern. Ich versuche mal am Mikro vorbeizuhusten. Ich drehe mich extra um. Aber es klappt auch nicht so gut, weil das Mikro einfach so geil ist. Ich mag es einfach so gern. Und Leute, mein Popschuss ist immer noch nicht angekommen. Ich habe ihn irgendwie 3 Wochen vor Weihnachten bestellt. Und er ist immer noch nicht da. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich verloren gegangen oder so. Keine Ahnung. Wir warten jetzt einfach noch mal ein bisschen, wenn nicht, müssen wir einfach, keine Ahnung, wir wissen nicht, wir haben schon nachgefragt und so, aber über DHL, E-Mail geschrieben, geguckt nach, man kann ja immer diesen Versandcode oder was auch immer das ist, irgendein Code, kann man immer eingeben und gucken, wo das Paket gerade ist, aber da steht irgendwie keine Auskunft, also, ja, alles klar, und wir haben auch schon angerufen und keine Ahnung, irgendwie steht, gibt es kein Paket mit dieser Seriennummer. Das ist total behindert, also, ja, zum Glück ist es bei Amazon so, dass, wenn man ein Produkt nacheinander, also man kauft es einmal und dann kauft man es irgendwie eine Woche später nochmal, also nicht gleich 2 Artikel zweimal auf einmal, sondern, halt ein bisschen versetzt, dann kostet das irgendwie nur, keine Ahnung, 10% vom wirklichen, also eigentlichen Preis, was eigentlich sehr geil ist, weil dann kostet dieser Popschutz einfach nur noch 1 Euro oder so. Also ist das dann auch nicht mehr wirklich teuer, aber es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass wir das halt nochmal bezahlen müssen. Und wir haben es ja eigentlich schon bezahlt und müssen dann sozusagen noch 1 Euro dazu bezahlen. Also es kostet dann sozusagen 1 Euro mehr, als es eigentlich kostet, was jetzt nicht so schlimm ist. Aber es ist halt, es ist 1 Euro, ja, und wir sehen das nicht ein. Und dieses Schaf sehe ich auch nicht ein, dass es hier ist. Es gerade durch falsch angestaut? Hey, lol. Sorry, und diese Eisen nehme ich auch noch mit, bevor es dunkel wird. Schaffe ich das? Ich hoffe. Dann können wir uns auch gleich mal ein bisschen Eisenwerkzeug machen. Rüstung, glaube ich, brauche ich erstmal nicht. Lol. Da ist wieder die Lava vom letzten Part. Texture Pack werde ich, glaube ich, erstmal nicht reinmachen. Ich werde erstmal ein bisschen mit dem Default Pack spielen. So, Eisen rein. Kohle her, Kohle rein. So, jetzt nochmal Birkenstämme. Und dann machen wir das da weg. So. Lol, Diorit hatte ich auch noch nie. Und dann machen wir hier Birkenstämme hin, obwohl das total unnötig ist. Aber, ich finde, auch wenn es nur ein kleines Heim sein wird, ich finde, man braucht immer, das ist zu hoch. Ich Idiot. Ich bin so ein Idiot. Oder? Oder? Bin ich ein Idiot? Wirklich? Ja. Hä? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das machen wollte. Ich bin ja total verplant. Scheiße. Okay, warte mal. Wir machen das hier weg. Das oben. Und ach, das brauche ich eh nicht. Manu. Komm, das machen wir jetzt einfach weg hier. Das nennen wir uns einen 64er. War ich schon schlafen? Ja. Ich habe es gerade echt vergessen, ob ich schon schlafen war. Lol. Genau. Und dann hatten wir hier diese Höhe. Genau. Dann passt das auch alles wieder. So. Eine Fackel wäre vielleicht nicht schlecht. So. Das Schweinefleisch kann weg. So. Eine Fackel. Perfekt. Gut, dann hätten wir die Decke schon fertig. Nice. Nice auf jeden Fall. Ja. Gut. Wie mache ich das jetzt? So, ich glaube, wir machen das erstmal weg. Wir hauen dafür die Stämme. Ja.
sieht zwar total scheiße aus, Leute. Müsst ihr mir nicht sagen, aber ich mach's trotzdem. Total sinnvoll. Aber egal, ich mach's trotzdem. So. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, das Eisen. Hä? Schon fertig? Irgendwie geht bei mir gerade die Zeit schon zu schnell um. Und es ist auch schon Partende. Was bedeutet, dass ich den Part auch wieder beenden muss? Ja, wer hätte es gedacht, ne? Der Part ist zu Ende und ich muss den Part beenden. Wow. Na, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt mir noch ein bisschen Werkzeug. Ganz in die Höhle haben wir es nicht mehr geschafft. Nee, aber wir haben das Häuschen ein bisschen besser eingerichtet. Haben es ein bisschen, ja, verschönert, sage ich mal. Gut, das soll doch reichen, wenn ich hier nicht. Das ist ja unnötig, das ist ja nur mein kleines Heim. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen von diesem Part. Gebt der Folge doch einfach ein Like oder einfach eine Bewertung. Und ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Bald kommt ein Together wahrscheinlich. Ich glaube, beim nächsten Part oder so werde ich jemanden dabei haben. Wer es auch immer sein wird, Jungle Chris Mabritz. Mabritz, wenn du Bock hast, schreib es einfach in die Kommentare. Ich hätte nämlich Bock, mit dir mal was zusammen zu spielen. So Singleplayer, Survival-mäßig. Und ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Haut rein! Tschüss!